Moin und Grüße aus Alanya. Wir haben endlich jetzt ein Grundstück gefunden gehabt und wir haben lange überlegt und lange haben wir, wie heißt es, geguckt und geschaut. Es waren so viele Grundstücke gewesen, das ist unglaublich. Grundstücke gibt es viele, sage ich jetzt mal, aber Grundstücke, die man gerne hätte oder die zu einem selber passen, ist ein bisschen schwieriger. Na, man hat halt viele Kriterien, sage ich jetzt mal, die dazu führen, ob man sagt ja oder nein. Und das letzte Grundstück, was wir dann halt uns angeschaut haben, da haben wir uns beide angeschaut und gesagt, boah, das ist es. Also wir hatten so ein Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, boah, das ist es. Ne? Also wir haben lange geguckt. Also viele angeschaut und dieses Bauchgefühl hat uns dazu bewegt, uns dafür dann zu entscheiden. Es gibt bei den Grundstücken natürlich Preisunterschiede, es ist logisch. Ist man mehr außerhalb, kostet es ein bisschen weniger, ist es die Aussicht verbaut mit irgendwelchen anderen Häusern, man sieht nicht oder keine Ahnung. Manche finden Bergblick schön, okay. Ist ein bisschen günstiger, aber teurer ist dann halt mehr Blick. Und ja, und die Lage ist wie überall in weltweit das gleiche. Der Wert eines Grundstücks ist immer die Lage. Ich meine, das Ding kannst du nicht bewegen hin und her und deshalb ist es entsprechend der Preis steigt. Oder ist hoch oder niedrig. Und da wir dann schon was Zentrales gesucht haben, damit wir kurze Wege haben und eine schöne Aussicht haben wollen und auch in der Zukunft eine schöne Aussicht haben wollen, ist leider der Preis ein bisschen höher geworden. Aber ich sag mal so, im Gegensatz zu Deutschland ist es immer noch billiger, weil in Deutschland haben wir uns, bevor wir abgehauen sind, auch Grundstücke angeschaut gehabt. Wir wollten auch dort schon bauen. Aber das waren so horrende Preise, sage ich jetzt mal. 400 Quadratmeter für 650.000 oder 500 Quadratmeter für 750.000 Euro. Und nach dem Besuch beim Architekten meinte er dann halt, kostet eine Million nochmal obendrauf. Und da hätten wir stemmen können, wie immer halt mit Krediten. Aber haben wir dann zum Glück nicht gemacht. Und hier dann halt eins gefunden. Also ich werde jetzt gleich das Video nochmal zeigen. Ich hoffe mit einer schönen Untermalung. Kenne mich nicht in YouTube aus. Und ja, ich schaue mal, was ich draus machen kann.
Ich habe es geschafft, das Video, wie heißt es, zu untermalen mit Musik. Leider muss ich viel mehr im Nachhinein noch ein, da muss ich ja noch auf GEMA bla irgendwie aufpassen, dass ich da, was wird da passieren? Ich weiß nicht, wird nicht hochgeladen, kommt nicht durch den Filter, kriegt eine Vertragsstrafe oder muss was nachzahlen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwas ausgesucht, damit das nicht so trocken sich anhört oder anschaut. Gut, auf jeden Fall weiß ich, wie das geht. Hab's geschafft. Aber jetzt nur mal zurück zum Grundstück nochmal. Was ich nicht erwähnt habe, das Grundstück ist 2000 Quadratmeter groß. Und das Besondere an diesem Grundstück ist, dass es auf einer Hanglage ist. Hanglage. So, nicht, dass man das akustisch nicht richtig hört. Und das sind 35 Meter in der Breite und 55 Meter oder irgendwas 60 Meter in der Länge. Und das Krasse dabei ist, es hat einen Höhenunterschied von 30 Metern. Das bedeutet, ich habe mal einfach irgendeinen Rechner genommen, 26% Steigung. Ja, da werden wir noch einiges natürlich überlegen müssen, wie da drauf ein Haus passt. Ich habe jetzt mal auch mittlerweile, wo ich mir bei den Grundstücken angeschaut habe mit diversen Maklern, habe ich da mal so gefragt, was kostet denn halt so eine Herrichtung des Grundstückes? Der eine sagt bei 500 Quadratmeter, ja, so 10.000. Der andere hat dann gesagt, so 20.000 Euro. Irgendwie so in dem Rahmen. Herrichtung des Grundstücks. Ich meine, was er versteht, was ich gerne wissen möchte, sind dann auch natürlich zweierlei Paar Schuhe. Aber werden wir ja dann so sehen, was das Ganze dann kosten wird tatsächlich. Ich glaube, das wird nicht so billig werden, weil da muss man schon ein bisschen buddeln, aber ich kann keine Zahl sagen, das ist so schlimm. Man kann nicht kalkulieren. Wäre so schön, irgendwie was kalkuliert zu bekommen, aber ich krieg's nicht hin. Ja, ich werde euch demnächst dann halt noch ein weiteres Video schicken. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, was das Ganze kosten würde bei dieser Hanglage, das Herrichten des Grundstücks, also nur buddeln. Ich will jetzt noch nicht mal sagen, stabilisieren oder sowas, aber das Buddeln wäre ja schon mal interessant, ob ihr da eine Vorstellung habt, was es tatsächlich kosten würde. Das würde mich mal interessieren. Deshalb wäre nett, wenn ihr mir das mal in den Kommentaren schreiben könnt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wem ich glauben soll. Okay, in diesem Sinne, schauen wir mal, was rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann, ciao!